Hallo und willkommen zu einem weiteren AMV-Tutorial. In diesem AMV-Tutorial geht es um einen Overlay-Effekt und verschiedene Flashes. Ich zeige euch zuerst die zwei fertigen Clips und dann zeige ich euch, wie man das nachmachen kann. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier Layers, also hier lauter färbige Layers, um den sogenannten, also den Epilepsie-Effekt, kann man sagen, zu erschaffen. Also hier haben wir unseren normalen Clip. Ziehen wir, also dann kann man bei Mediengeneratoren, kann man hier sich so eine Layer runter, also holen und reinziehen. Und dann machen wir ihn so klein wie möglich, ziehen wir ihn so klein wie möglich und kopieren wir diesen. Dann verändern wir die Farbe. Das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt so viele Farben einfügen, wie ihr wollt. So, jetzt könnt ihr alle kopieren und wieder einfügen, Steuerung C, Steuerung V. Und das mit eurer gesamten Länge von eurem Clip machen. So, jetzt lösche ich noch die restlichen. So, jetzt kommt der Trick dabei. Wir haben jetzt hier die Farblayer. Und der Trick ist jetzt dabei, bei hier den Modus, den Compositing-Modus, umzustellen auf, also das könnt ihr jetzt wählen, entweder Overlay, in diesem Fall. Und ja, das wäre der Effekt jetzt schon mal. Dann, ihr könnt auch andere ausprobieren, andere Modus. Das wäre jetzt Bildschirm, glaube ich. Ja, und multiplizieren könnt ihr noch ausprobieren. Ist euch überlassen. Der fertige Clip. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten. So, das ist jetzt ein Flash-Clip. Den könnt ihr auf zwei Arten machen. Entweder ihr unterteilt hier alle paar Frames den Clip und fügt einen den Effekt invertieren oder umkehren ein. Und ja, zeige ich euch. Geht ihr auf VideoFX und sucht euch invertieren. Jetzt habt ihr es auf den ganzen Clip draufgelegt. Ihr könnt ja hier auch bei der animierten Stoppuhr jetzt drücken und alle paar Frames hier eine Keyframe setzen und um es, ja,
ein- und auszublenden. Und bekommt ihr den gleichen Effekt. Aber es ist irgendwie sehr, also umständlich. Ich bevorzuge die andere Methode. Löschen wir den Effekt und gehen hier alle zwei Keyframes weiter, drücken wir S und dann könnt ihr euren Clip schneiden und dann fügt ihr einfach bei jedem zweiten Clip, also geschnittenen Part, den Effekt ein und ihr habt es im Grunde schon. Das müsst ihr halt mit eurem ganzen Clip machen. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Flash-Video. Bei dem zweiten habe ich noch einen 3D-Effekt hinzugefügt. Und weicher gemacht. So, wie ihr seht, kann man das entweder mit dem Farbkorrektur sekundär mit diesem Effekt machen und hier einfach Keyframe setzen für den Offset oder ihr nehmt Helligkeit und Kontrast. So, suchen wir hier uns den, ja, ich zeige euch hier mal das mit der Farbkorrektur. Keyframe setzen bei Offset. Ein paar Frames weitergehen. Vor höchste Einstellung. Wieder ein paar Keyframes weitergehen. Wieder auf, zurück auf 0. Und das wär's dann. So, löschen wir den Effekt wieder und fügen wir dieses Mal den Helligkeit- und Kontrast-Effekt ein. Wieder Keyframe setzen, Stoppuhr und Keyframe. Helligkeit. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Danke, das war's jetzt schon wieder mit meinem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, jo.